Hallo und herzlich willkommen auf Jurella.de. Schauen uns nun weitere Aufgaben an, wie sie im Abitur vorkommen können, von Baden-Württemberg. Und zwar geht es diesmal um grafisches Funktionsverständnis. Meistens steckt da dahinter, dass man eine Funktion von Hand ableiten oder integrieren sollte. Das auch in diesem Fall. Nämlich wir haben die Funktion f' von x gegeben, die hat diese Form. Und es gibt einige Behauptungen über f von x, die wir nun überprüfen müssen. Nämlich ob f streng monoton wachsend zwischen minus 3 und 3 ist, ob f mindestens einen Wendepunkt hat, ob f symmetrisch zur y-Achse ist und ob f von x größer 0 für alle x zwischen minus 3 und 3 gilt. Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, da heranzugehen. Die Möglichkeit, die ich bevorzuge, ist, dass ich jetzt grafisch integriere, das heißt, aus dieser Funktion f' die Funktion f zeichne und dann anhand der neu gezeichneten Funktion schaue, ob diese Behauptungen stimmen. Man könnte es aber natürlich auch anders machen und dann jeden Punkt einzeln abarbeiten und dann schauen, mithilfe der Eigenschaften, die wir für Funktionenableitungen kennen, dann diese Behauptung zu überprüfen. Aber wir probieren das erstmal mit dem grafischen Ableiten. Dazu brauchen wir eine gewisse Übung. Also je häufiger man es übt, desto besser kann man es. Grafisches Integrieren ist ein bisschen schwieriger als grafisches Ableiten. Ich würde sagen, man fängt immer am weitesten Punkt links an. Nehmen wir uns mal hier die minus 3 und suchen einen beliebigen Startpunkt, weil wir wissen ja, dass bei einer Funktion, der Stammfunktion einer Funktion, egal ist, wo ich anfange, ob ich hier oben anfange oder hier unten anfange, weil ich eine Konstante immer dazu addieren kann. Deswegen sage ich jetzt einfach beliebig, bei minus 3 und 0 fange ich an und schaue, was für eine Steigung hat die Funktion in diesem Punkt. Die Steigung ist ja gerade die Ableitung. Okay, hier sehe ich, die Steigung der Funktion liegt bei ja, so 0,2, 0,1, 0,2, also fast waagrecht. Das heißt, die Funktion ist ja an dieser Stelle fast waagrecht. Etwas so. Wie sieht es aus an der Stelle minus 2? Da hat die Funktion die Steigung, f' von x, ja, so 0,4, 0,5. Das heißt, sie ist leicht ansteigend, das heißt, sie steigt immer etwas weiter an. Wie sieht es bei i minus 1 aus? Ja, da hat die Funktion, wenn ich mir jetzt hier eine Tangente dazu denken würde, etwa die Steigung 1. Ja, wenn man noch nicht so ein geschultes Auge hat, kann man auch die Tangente hinzeigen und dann mit dem Steigungsdreieck überprüfen, wie hoch hier die Steigung, ja, brauchen wir ja gar nicht, weil wir direkt Wert 1 ablesen können. Das heißt, es steigt weiter an, sodass wir ungefähr, wenn wir hier die Tangente anlegen würden, die Steigung von 1 haben müssten. Wie sieht es dann aus am Punkt 0? Da hat die Funktion die Steigung 2. Das heißt, die Funktion steigt weiter an, wird immer steiler. Wie sieht es aus am Punkt plus 1? Da hat die Funktion wieder die Steigung 1. Das heißt, die Funktion steigt weiter an, aber nun nicht mehr so stark wie vorher. Das heißt, sie flacht etwas ab, aber sie steigt weiter an. Vielleicht etwa dieser Art. Das ist auch völlig egal, ob das jetzt genau ist. Es geht ja nur um Skizzieren, um später die Eigenschaften ablesen zu können. Wie sieht es aus an Punkt 2? Da haben wir eine Steigung von vielleicht 0,4, also wieder wie gerade eben bei minus 2. Das heißt, die Funktion steigt weiter an, aber sie flacht etwas ab. Wie geht es dann weiter? Bei 3 wir haben eine Steigung von vielleicht 0,2. Das heißt, die Steigung wird immer geringer. Also immer mehr in diese Richtung einer waagrechten Funktion. Das heißt, hier haben wir jetzt die Funktion f von x grob skizziert und können anhand dieser Funktion jetzt die Eigenschaften bestimmen. F von x ist streng monoton wachsend zwischen minus 3 und 3. Stimmt das? Ja, die Funktion fängt hier an zu steigen und sie hört nicht auf zu steigen, sie steigt immer weiter. Also wissen wir, das stimmt. Ja, weil deren Ableitung ist immer positiv, deren Steigung ist immer positiv, also wissen wir, korrekt. Hat f mindestens einen Wendepunkt. Nun schauen wir uns unsere rot gezeichnete Funktion an. Und tatsächlich sehen wir hier, ein Wendepunkt ist ja ein Punkt, wo es von einer Links- zu einer Rechtskurve oder von einer Rechts- zu einer Linkskurve sich die Funktion wandelt. Tatsächlich haben wir am Anfang eine Linkskurve, wenn wir wie eine Straße das interpretieren würden, die wandelt sich dann hier zu einer Rechtskurve. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Wendepunkt. Man hätte es auch erkennen können dadurch, dass wir hier einen Extrempunkt der Ableitung haben. Und Extrempunkt der Ableitung ist ein Wendepunkt. Das heißt, wir haben mindestens einen Wendepunkt, auch das stimmt. Nämlich an der Stelle x gleich 0. F ist symmetrisch zur y-Achse. Schauen wir uns die Funktion f an. Hier haben wir die y-Achse. Haben wir dann eine Symmetrie gegeben,
so Y-Achse? Nein, weil wenn es symmetrisch wäre, hätte sie ja hier genauso wieder runtergehen müssen. Tatsächlich ist es so, dass diese Funktion f', die ist symmetrisch zur Y-Achse. Die ist links wie rechts zur Y-Achse gleich. Aber die Funktion f, die eigentlich hier gesucht ist, die ist es nicht. Das war also nicht nur eine Irreführung für manche Leute, die einfach die Funktion sehen und sagen, ja, sehen wir ja, symmetrisch, aber es geht nicht um f', sondern in diesem Fall um f. Und dadurch, dass wir hier eine streng und schon wachsende Funktion haben, haben wir auf jeden Fall eine Funktion, die in dem Fall nicht symmetrisch ist zur y-Achse. Der letzte Punkt, f von x größer 0 für alle x aus minus 3 bis 3. Nun, wenn wir uns jetzt unsere Funktion, unsere rotgezeichnete Funktion anschauen, dann stimmt das. Ja, tatsächlich zwischen minus 3 und 3 haben wir nur Werte, die größer 0 sind. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese 0 am Start zu wählen, die war völlig willkürlich. Ich hätte genauso hier unten anfangen können. Dann hätte die Funktion einen ähnlichen Verlauf genommen. So. Und es wäre immer noch eine Stammfunktion dieser Funktion, dieser blauen Funktion gewesen. Das heißt, abhängig davon, wie man anfängt, kann man nicht verallgemeinert sagen, dass diese Funktion größer 0 ist in diesem Bereich minus 3 bis 3. Das wären so die wesentlichen Dinge. Man hätte es natürlich auch ohne diese Funktion machen können. F ist streng und wachsend, hätte man erkennen können, dadurch, dass die erste Ableitung sich immer im positiven Bereich bewegt. Dass f mindestens einen Wendepunkt hat, hätte man erkennen können, weil hier die Ableitung einen Hochpunkt hat. Und dass f symmetrisch zur y-Achse ist, dass es falsch ist, hätte man erkennen können, dass wir eine streng und wachsende Funktion haben. Und dass wir hier der f von x größer 0, dass das nicht stimmt, hätte man auch erkennen können, weil wir wissen, Stammfunktion können wir an einem beliebigen Ort anfangen lassen. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.